Hörerlebnisse, für die er wiederholt mit internationalen Preisen ausgezeichnet worden ist. Er ist ein Grenzgänger, einer, der das Weite sucht, in seiner Musik wie im Leben. Zitherspieler seit der Kindheit, der später Musiktheorie und Gehörbildung studierte und dann zum Pendler wurde zwischen Niederbayern und den unendlichen Weiten Chinas und der Mongolei. Der erste Kontakt zu China war zufällig. Ich hatte eine Freundin, die hatte ein Stipendium für China und hat mir eine Kassette geschenkt mit chinesischer Zithermusik. Aber ich war mit dem Studium fertig, habe schon ein Jahr freiberuflich gearbeitet als Musiker. Ja, und ich habe dann gedacht, China, das ist interessant. Bayerischer Zwiefacher führt Dialog mit fernöstlichen Improvisationen. Dazu tibetanisch-mongolischer Obertongesang. Die Technik erlernte Robert Zollitsch auf seinen zahlreichen Reisen in die Mongolei. Dorthin zog es ihn wegen Urna, seiner späteren Frau. An der Uni in Shanghai lernte er die mongolische Sängerin kennen, tourte 6 Jahre lang mit ihr als Bandleader und Komponist durch Russland, Spanien und Taiwan. Zwischendurch experimentiert er mit anderen asiatischen Musikern. Ethnofusion zwischen Tradition und Avantgarde. Ich habe ja 93, 94 in China zum ersten Mal traditionelle chinesische Musik studiert. Habe damals auch mein erstes Ensemble in China gegründet. Gaoshan Lüshi hieß es. Und letztes Jahr im Frühjahr bin ich dann nochmal in China gewesen, so mit der Idee, mit dem Traum, nochmal ein neues chinesisches Ensemble oder ein Crossover-Ensemble zu gründen. Mit Musikern aus China und Musikern aus Deutschland. Und das war so erfolgreich, die Zusammenarbeit war nach kurzer Zeit so erfolgreich, und ich habe so viele neue Möglichkeiten in China gesehen, dass ich mich dann in diesem Jahr entschieden habe, ganz nach China zu ziehen. Ein Jahr verbrachte Robert Zollitsch während seines Studiums in China. Später kehrte er immer wieder für ein paar Wochen zurück. Inzwischen lebt er in Peking. Weit draußen an der 6. Ringstraße und hat auf dem Speicher seiner Eltern nur noch ein paar Habseligkeiten gelagert. Einen Stapel CDs etwa mit von ihm gesammelter tibetischer Volksmusik. Feldforschungsarbeit. Daneben ein paar tieftönende Tamtams und Gongs. Eigentlich ist die chinesische Musik nicht sehr progressiv gewesen, über einige Jahrhunderte hinweg, muss man sagen. Die chinesische Musik hatte eigentlich ihre Hochzeit während der Tang-Dynastie. Das war ungefähr 600 bis 900 unserer Zeitrechnung. Und das ist ja schon ein Weilchen her. Aber jetzt ist es so, dass chinesische Musiker und Kulturinteressierte wirklich in Aufbruchstimmung sind. Sein aktuelles Ensemble Wu Xing. Chinesen und 3 Deutsche verschmelzen darin traditionelle chinesische Musik mit zeitgenössischen europäischen Klängen. Weltmusik, die für China noch relativ ungewohnt ist. Gong Lina heißt seine jetzige Sängerin. Durch Improvisationen, so erzählt Robert Zollitsch, fand das deutsch-chinesische Sextett zu seiner brückenschlagenden Musik. Diese interkulturelle Kommunikation in der Musik ist ganz schwierig. Nicht nur von chinesischer Seite, auch für mich immer wieder. Obwohl ich natürlich einen ganz anderen Erfahrungshintergrund hatte als die chinesischen Musiker. Aber trotzdem ist ja so schwierig daran, dass man immer wieder von seiner Position abrücken muss. Man muss immer wieder erkennen, das, was ich mache, ist einfach ganz stark gefiltert durch meine Erfahrungen und Erlebnisse, die eben aus einem bestimmten Kulturkreis stammen.
Burghausen. Zwei Konzerttermine sind während Robert Zollitschs Kurzaufenthalt in Deutschland angesetzt. Außerdem die Endproduktion eines Kinderhörspiels, für das er zuvor in Peking die Musik komponierte. Er gibt sein Soloprogramm Zwiefach, das bayerisches Jodeln mit mongolischem Obertongesang verbindet. Mal kunstvoll vorgetragen, mal persifliert. Die Zither ist das Instrument dieses Pendlers zwischen den Welten, der inzwischen hauptsächlich als Komponist und Produzent sein Geld verdient. Gefallen am alpenländischen Jodeln fand der Bayer paradoxerweise erst auf dem Umweg über die Mongolei. Ich würde mal sagen, die Fusionen in meinem eigenen Soloprogramm verschmelzt natürlich alle meine Erfahrungen, Erlebnisse und Wurzeln. Ich denke auch nicht, dass es Grenzgängerei ist zwischen verschiedenen Kulturen. Das sind Musikelemente, die ich im Laufe meines Lebens zusammengetragen habe und so verinnerlicht habe, dass sie Teile meiner Musiksprache geworden sind. Mit zwei renommierten Weltmusikpreisen wurde Robert Zollitschs bayerisch-chinesischer Brückenschlag inzwischen ausgezeichnet. Weltmusik, sie gilt als universelle Sprache. Doch auch bei ihr, so seine Erfahrung, muss man erst Wortschatz und Grammatik lernen, um sie zu verstehen. Nasskaltes Wetter ist angesagt und das bedeutet kalte Füße.